Nein, früher, da war nicht einfach alles besser gewesen. Früher, da hat man das noch dürfen und man hat es auch immer mal wieder können sehen. Vielleicht mögen sich die einen oder andere von euch, liebe Mitfeiernde, noch daran erinnern, und zwar an die Kamele im Zirkus. An die Kamele im Zirkus, die dort in der Manege ihre Runde dreht und Dressuren vorgeführt haben. Heute, da geht das nicht mehr. Und warum geht das nicht mehr? Weil es halt eben keine artgerechte Haltung ist. Die einen würden sogar von Tierquälerei reden. Als ich ein Kind war, da haben so Kamele in der Manege dazugehört. Sie sind dort über Hindernisse gestiegen, haben sich fast athletisch bewegen müssen. So, wie sie es in der freien Wildbahn ganz sicher nie machen würden. Das Kamel, das ist zwar recht beweglich, aber in erster Linie ist es ein ausdauernder Langstreckenläufer. Und als beharrliches und genügsames Arbeitstier hat es auch durchaus seine Qualitäten. Aber eben, sich verbeugen und Kunststücke vorführen, das gehört nicht wirklich dazu. Wir, die heutzutage das Kamel meistens nur aus dem Zoo oder eben noch von früher aus dem Zirkus kennen, wir wissen um die wahren Qualitäten von dem Tier höchstens vom Hörensagen. Die Menschen, die früher mit dem Kamel zusammengelebt haben, die haben die wahren Qualitäten eben schon gekannt und haben es geschätzt. Ihnen ist darum klar gewesen, ja, ein Kamel, das kann zwar viel, aber längst nicht alles. Durch ein Nadelöhr durch kommt es zum Beispiel nicht. Da kommt noch eher ein Reicher in den Himmel, als ein Kamel durch das munzig kleine Löchli am Kopf von einer Nadel. Das geflügelte Wort vom Kamel und dem Nadelöhr, das steht in der Bibel. Es steht aber nicht einfach für sich, sondern in einem interessanten Kontext. Ich lese euch die Episode vor, wie sie in den Evangelien überliefert ist. So zum Beispiel auch beim Evangelist Markus. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen. Er fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus antwortete dann: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott. Du kennst doch die 10 Gebote. Darauf entgegnete ihm der Mann: Lehrer, das alles habe ich seit meiner Jugend befolgt. Jesus sah ihn an. Er gewann ihn lieb. Und dann sagte er zu ihm: Eins fehlt dir noch. Geh los, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war betroffen von dem, was er gehört hatte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger an und sagte: Wie schwer ist es doch für die Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Die Jünger waren bestürzt über seine Worte, aber Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Ja, Freunde, wie schwer ist es doch, in das Reich Gottes hineinzukommen. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da waren die Jünger sehr betroffen und fragten einander: Ja, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott. Für ihn ist alles möglich. Das Gleichnis, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man manchmal etwas anders kann verstehen und hören, als es der Sender eigentlich hat zum Ausdruck bringen.
Und es ist ein gutes Beispiel für rhetorische Mittel, eine eigene Aussage zuzuspitzen. Was ist euch als wichtigste Essenz von dieser kurzen Geschichte in Erinnerung? Spricht sich da Jesus wirklich pauschal gegen die Reichen, gegen Reichtum aus? Dann wäre das reiche Muri Gümlige, wo wir da zuhause sind, also kein gutes Pflaster, um in den Himmel zu kommen. Man könnte es gerade meinen. Mag denn Jesus die Reichen nicht? Oder ist er echt sogar neidisch? Ich glaube weder noch. Interessant ist ja, dass er den reichen Mann, der ihn anspricht, lieb gewinnt, wie es im Text heisst. Und dieser Befund zeigt für mich darum klar, nein, Jesus ist nicht neidisch und hat auch nichts gegen Reiche oder gegen Reichtum per se. Für Jesus ist der reiche Mann darum auch nicht von vornherein verloren oder so. Im Gegenteil. Jesus schätzt ihn ausdrücklich. Ja, er kommt ihm eben lieb über. Und Jesus sagt ihm, ihm fehle ja eigentlich nur noch etwas zur Vollkommenheit, respektive zum ewigen Leben. Allerdings ist das etwas eine ziemliche Herausforderung. Der Mann soll nämlich sein ganzes Vermögen den Armen verschenken. Und indem er sein Geld gibt, wird ihm sozusagen im Gegenzug ein Schatz im Himmel in Aussicht gestellt. Jesus bietet also dem Reichen einen Weg an, wie er doch noch könnte ins Himmelreich hineinkommen. Allerdings ist das halt eben gerade schon ein bisschen viel verlangt. Kein Wunder, kann der Mann sich diese Option gerade nicht wirklich vorstellen. Und darum läuft er eben traurig, wie es heisst, davon. An diesem Punkt ist die Begegnung zwischen Jesus und dem Mann zu Ende. Und Jesus wendet sich seinen Jüngerinnen und Jüngern wieder zu. Wie schwer ist es doch für die Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Das ist noch keine absolute Aussage, sondern lediglich eine rhetorische Frage. Und gemäss dieser Erzählung reagieren darauf aber seine Freunde bestürzt auf die Geschichte, die Jesus ihnen erzählt. So wie es aussieht, erscheint sogar die Jüngerinnen und Jünger, die selber ja eigentlich auch alles aufgegeben haben, die radikale Aussage von Jesus gerade ein bisschen steil und gerade ein bisschen gar viel verlangt. Und insofern ist darum auch die Reaktion vom reichen Mann selber nicht wirklich erstaunlich. Es braucht ja schließlich doch gerade ein bisschen etwas, um sich von seinem ganzen Besitz, wo der Mann sich vielleicht hart erarbeitet hat, einfach so zu trennen. Schließlich ist das, was ihm im Gegenzug versprochen wird, für ihn ja auch nicht wirklich fassbar. Ein Schatz im Himmel. Was soll das sein? Ich gehe davon aus, dass Jesus wohl nicht derart weltfremd war, dass ihm die Schwierigkeit nicht vollkommen bewusst gewesen wäre. Er hat sicher genau gewusst, dass er die Menschen mit seinem Reden vom Reich, von Gott oder vom Schatz im Himmel oder vom ewigen Leben durchaus überfordert. Und darum spitzt er seine Aussage immer mal wieder zu, nicht nur die, auch an anderen Orten. Er macht aus der Unwahrscheinlichkeit, dass ein reicher Mensch sich von seinem ganzen Hab und Gut trennt, eine Unmöglichkeit. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Dass ein Kamel durch ein Nadelöhr durchkommt, das ist effektiv unmöglich. Doch noch unmöglicher ist für Jesus anscheinend, dass ein Reicher in den Himmel kommt. Mit seiner Aussage beschreibt Jesus also nicht nur eine Unwahrscheinlichkeit, sondern eine Unmöglichkeit. Eine Unmöglichkeit und eigentlich ja eine richtig gehende Zumutung. Oder hat er es echt am Ende etwa gar nicht so gemeint? So Zumutungen, die weisen wir gerne von uns weg. Vor allem solche Zumutungen, die uns selber angehen, die irgendetwas in uns hineintüpfen und einen wunden Punkt treffen. Von dem her ist schon denkbar, dass sowohl damals ein reicher Zeitgenoss von Jesus, als auch heute ein begüterter Mensch, vielleicht aus unserer begüterten Gemeinde, sich von dieser absoluten Aussage von Jesus vielleicht doch provoziert fühlt und seine Worte tatsächlich als Zumutung empfindet. Dabei
aber der Humor, der feine Humor von Jesus glatt überliest oder überlässt. Der grosse Vergleich zwischen Kamel und Nadelöhr, der ist schon mal frappant und irgendwie grotesk. Doch es geht ja nicht nur darum, sondern es geht insbesondere ums Innegehen oder ums Durchgehen. Und wenn man sich das vorstellt, dann wird es ja gerade noch ein bisschen abstruser und damit durchaus auch humoristisch. Sie kennen das, ein Faden ist ja schon widerspenstig genug, wenn er durch ein Nadelöhr geführt werden sollte. Es braucht Geduld und immer wieder wird der Faden angefüchtet werden, damit er sich schlussendlich durchmanövrieren lässt. Ein Kamel ist da nicht nur ungleich viel grösser, sondern auch noch um einiges sperriger. Im Erfahrungswissen der damaligen Menschen ist ein Kamel immer noch mindestens halb wild. Es ist zudem eigensinnig, es ist schwer durchschaubar und auch nicht einfach zu führen. Das Kamel ist immer ein Stück Wüste in der menschlich zivilisierten Welt. Also nicht gerade die beste Voraussetzung für eine eigentlich unmögliche Dressurübung. Insofern muss das Bild vom Kamel und dem Nadelöhr unbedingt mit dem Augenzwinkern verstanden werden. Vor allem, wenn man eine ganz ähnliche Aussage von Jesus gegenüberstellt, die im direkten Vergleich gerade ziemlich unlustig tönt. Oder der Evangelist Matthäus, der sie aufgeschrieben hat, ist einfach deutlich weniger humorvoll, wenn er Jesus mit folgenden Worten zitiert: Geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist weit und der Weg dorthin ist breit. Diesen Weg wählen viele Menschen. Aber wie eng ist hingegen das Tor zum Leben und wie schmal ist der Weg dorthin? Diesen Weg finden nur wenige. Von dem her bricht Jesus mit seinem Kamelwort richtiggehend die Härte, die Schwere oder auch die Aussichtslosigkeit. Und zwar durchbricht er sie mit Humor. Und er durchbricht sie auch mit dem, was er eben auch noch sagt. Weil, nein, es ist nicht einfach alles vorbei oder verloren oder zu spät für uns. Auch nicht für uns reiche Schweizer und Muri Gümligerinnen. Jesus hat uns lieb. Das klingt jetzt ein bisschen platt, ich weiss. Aber es ist aufschlussreich. Er hat uns lieb, uns, die vielleicht selber nicht ganz glauben können, dass das Himmelreich uns effektiv offen steht. Er hat uns lieb, genauso wie der reiche Mann in dieser Geschichte, der sich ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen kann, auf all seinen Besitz zu verzichten und ihn zu verschenken. Aber eben, das muss er ja eigentlich auch gar nicht. Weil bei anderer Gelegenheit und sinnigerweise nur ein Kapitel vor dem Kamel und den Nadeln, sagt Jesus einmal: Alles ist möglich dem, der glaubt. Und zwar ist alles möglich dem, der glaubt, dass für Gott alles möglich ist. Ihm ist es sogar möglich, Reiche ins Himmelreich hineinkommen zu lassen, auch wenn der Weg schmal ist. Und von dem her können wir uns als gut dressierte und angepasste Kamel mit gesundem Selbstvertrauen, aber eben ruhig auch mit einer guten Portion Gottvertrauen, noch so manche akrobatische Paraden im Zirkus von unserem Leben in Angriff nehmen. Und auch wenn eine Herausforderung gerade mal unmöglich zu bewältigen scheint und das Balancieren zwischendurch auch mal nicht gelingt, dann stehen wir einfach wieder auf. Und glauben wir an uns und an ihn, dass wenigstens der Schatz im Himmelreich nicht unmöglich ist. Gott behüte unser Innengehen durch ein Nadelöhr oder vielleicht auch sonst einfach in eine herausfordernde Zeit, wie auch unser Rauskommen in die Weite, wo wir dann wieder frei können schnaufen können. Von jetzt an und immer. Amen. Jetzt zuerst aber mal kommt gut durch den Sonntag und nachher auch wieder durch die neue Woche. Auf Wiedersehen miteinander.